Bereits seit 10 Runden ist die Salzburger Austria ungeschlagen und strotzt vor Selbstvertrauen. Auch gegen Altenmarkt gelingt ein Auftakt nach Maß. Erdogan schickt Sandmeier, Dolcek kann die Hereingabe nicht festhalten und Erdogan muss nur noch einschießen. Nach 16 Minuten gehen die Hausherren programmgemäß in Führung. Doch der Tabellensiebente Altenmarkt, der mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, versteckt sich nicht. Paulik spielt den Ball unfreiwillig in den Lauf von Bernhofer, doch dessen Abschluss ist nicht platziert genug. Schlosser klärt im Nachfassen. Auf der Gegenseite die Austria Kaltschnäuziger. Wieder im Mittelpunkt der erst 18-jährige Philipp Dolcek, der eigentlich in der 1B fängt. Eine harmlose Hereingabe von Purkrabek kann er nicht festhalten und Ömer Ergüdeen erhöht nach 25 Minuten auf 2:0. Austria-Trainer Christian Scheider muss in der Folge mit ansehen, wie Altenmarkt weiter Nadelstiche setzt. Nach Fehler von Endletzberger bringt Bernhofer den Ball aber nicht unter Kontrolle und Sandmeier kann klären. Damit bleibt es bei einer schmeichelhaften 2:0-Führung zur Halbzeit. Auch in Hälfte 2 Altenmarkt-Schlussmann Dolcek im Blickpunkt. Nach einer Hereingabe von Muhammed Ergüdeen wird Erdogan im Strafraum sträflich allein gelassen, aber diesmal eine tolle Parade von Dolcek. Die vergebene Vorentscheidung sollte sich für die Austria prompt rächen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld, die Verteidigung der Salzburger praktisch nicht vorhanden und Bernhofer bringt Altenmarkt in Minute 58 auf 1:2 heran. In der Folge passiert bis kurz vor Schluss nicht viel, ehe Hannes Endletzberger seinen großen Auftritt hat. Nach Eckball von Paulik sorgt er mit einem Traumtor für die Entscheidung. Naja, im Training habe ich ihn schon ein paar Mal so eine, aber eher weniger als wie öfter. Aber nein, freut mich mal für mich, war wieder mal gut für Selbstvertrauen, aber es ist nebensächlich. Solange der Sieg da ist, dann passt es. Und der hätte dann durchaus noch höher ausfallen können. Doch Erdogan und Gruber scheitern an Dolcek. Ja, mannschaftlich sind wir gut auftreten, glaube ich. Wir haben einen super Zusammenhalt gehabt. Meine Leistung in der ersten Hälfte bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wir sind zweimal ausgekommen. Wir haben den einen oder anderen Schnitzer immer defensiv, wo wir ein dummes Tor kriegen. Das, was natürlich manchmal sehr weh tut. Letztlich feiert Austria Salzburg einen 3:1-Sieg und ist bereits 11 Meisterschaftsspiele ungeschlagen. Altenmarkt ist nach der 6. Pleite in Folge nur noch Tabellenzehnter. Ich denke, wir haben schon gut angefangen, aber dann sind wir selber in der Lethargie reingefallen, haben viele Ballfehler gemacht, die Passqualität war mit Sicherheit nicht heute sehr hoch und haben dann unnötig einen Konter kassiert, der was uns so auch nicht passieren darf. Und ja, durch einen 1000-Gulden-Schuss haben wir dann das 3:1 gemacht und haben sicher die Punkte eingefahren, aber die Art und Weise haben wir es uns halt mit Sicherheit selber schwer gemacht. Nach der ersten Saisonniederlage des SAK in Attnet fehlen Austria Salzburg nur noch 2 Punkte auf die Tabellenführung.